So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir sind wieder mal auf der Pomezania Map unterwegs. Und wir fahren, man sieht es ja hier schon am Display oder am Schirm sozusagen, wir fahren mit leeren Paletten, mit 16 Tonnen leeren Paletten von Malbork nach Pazza. Können wir auf der Map ganz kurz ansehen. Da geht es runter über Stum, Cheesy, je nachdem wie man das wirklich ausspricht, ich weiß es nicht. Und dann Malbork hier in dieser großen, kann man Stadt nennen, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle zum Kunden. Und das blenden wir wieder aus. Wir haben da jetzt eine Fahrzeit von noch sage und schreibe 28 Minuten. Wir sind ja auf einer 1:1 Map. Wir sind unterwegs mit dem Fred Scania und mit dem AZW 18, sprich zu gut Deutsch mit dem Brückenzug. Wir haben hier den Standard-Sound drinnen, der vom Fred Scania schon mitkommt, mehr oder weniger. Der ist sensationell gut. Das ist nicht der V8, wie soll man sagen, sagen wir einfach mal Brüllaffe dazu. Das ist der Stock-Sound und den finde ich super. Noch besser gefällt mir in Wirklichkeit der Sound vom C-Mod, das wisst ihr, den habe ich ja in meiner Hauptstory drinnen. Der ist sensationell. Das ganze Video dient jetzt mitunter bis zu einem gewissen Grad auch einer kleinen Testung, wie sich die Performance verhält. Ich nehme nämlich unter der Voraussetzung, dass es überhaupt funktioniert, die ganze Aufnahme mit GeForce Experience auf. Ich bin wirklich gespannt, wie sich das im Video verhält, ob die Qualität passt, insbesondere die Soundqualität. Die Soundqualität hat mich ja vor langer, langer Zeit dann veranlasst, dass ich zu OBS Studio wechsle. Die aktuellen Schwierigkeiten, wir haben gestern wieder im Discord gesprochen, Jan Bollemann und ich, und auch der liebe Remy war mit dabei, immer dass die aktuellen Herausforderungen, die immer wieder auftauchen, die aktuell auch wieder schlechter werden, manche Dinge, Treppenbildung zum Beispiel, diverse Angelegenheiten, Probleme, die du hast wie es war mit F-Mod, gut, das ist Gott sei Dank soweit gelöst. Probleme, die du hattest mit dem Umstieg auf die 1.40, mit der ganzen Lichtthematik, ist wirklich schön geworden, keine Frage, aber was dahinter steckt und was das für die Modder heißt, das ist absolute Katastrophe in Wirklichkeit. Egal, wir wollen da jetzt keine Jammersendung draus machen. Wir freuen uns, dass wir hier mit dem Fred Scania unterwegs sein dürfen. Wie gesagt, es ist der Gliederzug. Wir reden da heute von einem einfachen, nennen wir es Gliederzug-Romantik-Video. Wir genießen die Fahrt. Wir freuen uns über die schöne Gegend hier auf dieser Map, die mir wirklich sehr, sehr gut gefällt. Pomezania ist ja die kleine Schwester von der Grand Utopia. Also da ist der gleiche Verantwortliche dahinter, da schaut es mal runter. Cool, sehr, sehr cool. Was habe ich noch gemacht? Ich habe die ganzen Steam Workshop Mods geändert oder mir gesichert, sagen wir so, einfach gesichert. Und haben mir die praktisch offline gezogen, sodass im Falle dessen, dass da diese ständige Verbindung oder auch nicht, ich weiß es ja nicht, ich kann es nur ausprobieren und testen, aber nachdem praktisch dieser Mod nicht lokal installiert ist, über den herkömmlichen Ordner von Eurotruck Simulator 2, ihr wisst schon, diese Ordnerstruktur unter den eigenen Dokumenten, da wo die Mods reinkommen,
das sind diese Steam-Workshop-Modes ja nicht enthalten. Und das heißt, die habe ich mir gesichert, eine ZIP-Datei draus gemacht und reingeschoben in den Mod-Ordner und ist schon erledigt. Das heißt, ich habe momentan überhaupt keine Verbindung zum Steam Workshop in dem Sinn, dass da irgendwelche Daten abgegriffen werden müssen oder wie auch immer. Ja, sonst übers Wochenende die üblichen Tests, klarerweise. Eigener Trailer, nicht eigener Trailer, also Frachtmarkt und so weiter und so weiter. Verschiedene Einstellungen. Jetzt kommen wir da nicht weg. Wieso kommen wir da jetzt nicht weg? An was scheitert das jetzt bitte? Oder? Keine Ahnung, was das war. Ja, und eben das eine und andere ausprobiert. Skalierung, etwas herumgespielt. Ich bin ja auf 4K da vom Monitor, skaliere das Ganze über die Aufnahme dann auf Full HD, also auf 1080p praktisch runter. Das reicht vollkommen für YouTube. Braucht da kein 4K-Video ausgeben, das ist alles ein Blödsinn. Die meisten Personen schauen sich Videos sowieso ohnehin am Handy an, beziehungsweise auf einem Tablet. Wenige werden das auf einem 4K-Fernseher machen. Da bin ich wirklich schwer der Meinung. Und darum ist das Ganze aus meiner Sicht gar nicht so kritisch. Also ich selbst schaue 99% der Videos am Tablet. Und da mache ich es dann immer so, das ist auch vielleicht einmal ganz witzig und interessant zu erfahren, dann mache ich es so, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Video sehe von einem Bollemann, von einem Binford, Michi von Virtual Trucker Story, Michi von ITL, wie sie alle heißen, Remy. Demnächst links abbiegen. Der Stefan und. Da gibt es 100 andere auch noch. Dann mache ich das so, dass ich eben praktisch am Tablet schaue und am Handy daneben mir schon die Notizen mache. Die Notizen mache ich, die synchronisiere ich mir dann praktisch mit dem PC und wenn ich dann aufnehme, das nächste Story-Video aufnehmen, dass ich ja auf nichts vergiss, mache ich mir diese Notizen auf. Das geht über dieses, wie heißt das Programm von Microsoft? Sag schon. Jetzt fällt es mir nicht ein. Moment, wo ist mein Handy? Da ist. Das Programm heißt da. OneNote, genau, so heißt es. Und darüber synchronisiere ich das Ganze und somit habe ich die ganzen Informationen immer parat. Kann da ergänzen, kann wieder löschen, je nachdem, was gerade notwendig ist. Das funktioniert eigentlich super, da bin ich recht zufrieden damit. Das blende ich mir am zweiten Schirm ein und habe praktisch dann jederzeit, wann ich glaube, ich muss jetzt die Aufnahme machen, die aktuellsten Informationen und kann so eigentlich auf nichts vergessen. Ja, so läuft es bei mir, so mache ich das.
Und bei der Menge an Infos und Videos, die da immer wieder kommen, musst du gewisse Sachen wirklich strikt abarbeiten, unter Anführungszeichen strikt abarbeiten, sprich, wenn du ein Video gesehen hast, musst du es notieren. Wenn du es nicht notierst, ist die Gefahr groß, dass du irgendwas vergisst. Klar, man muss natürlich nicht immer jedes Detail ansprechen. Ihr wisst schon, wie ich das meine. Das ist überhaupt nicht gesagt und das verlangt ja auch kein Mensch. Aber es ist natürlich interessant, wenn du dann auf gewisse Sachen reagieren kannst. Das finde ich einfach immer ja, irgendwo wertschätzend gegenüber dem anderen. Finde ich schon gut. Wir sind doch ein bisschen verdammt schnell da. Marlborg, Gobelno. Ah, schöne Gegend, wahnsinnig schön gemacht, diese Map. Wie gesagt, stammt aus der gleichen Hand wie die Grand Utopia. Grand Utopia ist ja auch wirklich eine super geile Map. Und das Ganze ebenfalls im 1:1. Stil erbaut. Diese Ausfahrt. Da müssen wir raus. Wirklich geil, Schatz. Die Landschaft ist wunderbar. Ja, und wie man sieht, wir haben bis jetzt keinen einzigen Ruckler gehabt. Trotz High-Poly-Fahrzeug, trotz eigenen Auflieger. Was haben wir nicht? Wir haben nicht die Promods. Die Promods ist da natürlich logischerweise nicht installiert auf dem Profil und ich habe keine Probleme. Freunde, was sagt uns das? Es gibt zwei Ansätze. Der erste Ansatz, den verfolge ich nach wie vor, das ist das Thema mit dem eigenen Auflieger. Der eigene Auflieger löst in ETS ein Problem aus. Das ist einmal Fakt. Der zweite Fakt ist, das Problem steht unmittelbar in Verbindung mit der Promods. Ich bin mir da ziemlich sicher und da kannst du probieren, was du willst und ändern, was du willst, solange du die Promods drauf hast, mit deinem eigenen Trailer fährst, wirst du diese Ruckler haben. Wir fahren da wunderbar dahin, es gibt keinen einzigen Hacker, es macht Freude, es macht Spaß. Es gibt nichts. Gibt es euch das einmal? Ich meine, wenn das jetzt noch passt mit der Tonqualität von dem Video, dann bin ich eh hochzufrieden. Dann deinstalliere ich OBS und gut ist es. Weißt, du hast natürlich über GeForce Experience nicht die Möglichkeiten, so wie du es bei OBS hast. OBS, da kannst du die ganzen Filter dementsprechend legen, sprich, gerade für die Tonqualität fürs Mikrofon ist das wahnsinnig super toll. Da gibt es wirklich gute Sachen. Hintergrundgeräusche etc. und so weiter, die du entfernen kannst. Aber vielleicht, ihr gebt ja sicherlich entsprechendes Feedback über die Qualität vom Video, sei es einerseits das Bild, sei es andererseits die Tonqualität. Ich bin wirklich gespannt. Wir nehmen den Ton auf, vielleicht auch noch ganz kurz angemerkt, mit einem Rode Mikro und wir haben gestern
am Abend, wie gesagt, mit Bollemann und mit Remy die Einstellungen vom Remy angeschaut. Also das war ja obersensationell. Der hat wirklich eine super tolle Soundqualität und laut Einstellungen, ich meine, ich kann das immer noch nicht fassen, laut Einstellungen nimmt der mit der Cam auf, immer geradeaus, die für seinen Headtracker gedacht ist. Das ist eine Webcam mit einem eingebauten Mikro. Super Qualität. Schaut auf den Kanal. Da müsst ihr euch selber überzeugen davon. Das ist Wahnsinn. Das ist super geil. Aber wie es das gibt, verstehe ich selber jetzt zwar überhaupt nicht, rein vom Technischen her. Der hat nämlich die Aufnahme auf 0 gedreht in den Windows-Einstellungen. Also das ist mir irgendwo zu hoch, keine Ahnung. Vielleicht interpretiere ich es auch falsch, ich weiß es nicht. Ist eh wurscht, es haut super hin, Remy, Gratulation. Lass bitte so, ja nicht verstehen, never change running system. Ja, was ist mit ihm? Jo, wir sind in Radl da. Die Radlfahrer sind immer gefährlich. Gerade im Real Life ist aktuell wieder passiert, dass meine Frau ist in einen Unfall gekommen mit Radfahrerin. Da hat eine junge Autofahrerin eine Radfahrerin überholt. Und die hat sie irgendwie gestreift oder was auch immer. Die wird so eng überholt haben. Auf alle Fälle ist die gute Dame zu Sturz gekommen mit dem Fahrrad und die hat sich verletzt, logischerweise. War nicht so super. Das ist immer scheiße. So, jetzt haben wir noch 7 Minuten Vorzeit, echte Vorzeit wohlgemerkt. Das ist eben das Geile bei den 1:1 Map und ich habe jetzt schon ein bisschen Bammel vor der Uploadestelle, weil mit dem Gliederzug da hinten das ist auf dieser Map teilweise ein bisschen eine Fuchserei. Das ist echt, echt schlimm. Ich würde mich ja wirklich freuen, wenn jetzt bald einmal die Heilbronn rauskommen würde. Der Klausi arbeitet ja an einem Update. Das wäre wirklich eine coole Angelegenheit. Die gefällt mir einfach wahnsinnig, wirklich wahnsinnig gut. Wobei die Gegend da, also da das ganze Grün und so weiter, das ist auf dieser Map einfach extrem wunderbar. Angeblich funktioniert ja die Heilbronn auf der 1.40 auch. Ich probiere es gar nicht aus, weil sie kann aus meiner Sicht im Detail noch nicht funktionieren. Durch dieses geänderte Lichtsystem, ich glaube es nicht. So, wir haben ganz schön Verkehr hinter uns, aber du kannst da natürlich schwer überholen da bei diesen unübersichtlichen Kurven und so weiter. Da kann ich euch nicht helfen, Freunde, das ist so. Wir sind eh sportlich unterwegs, wir haben da 50 km/h Beschränkung, beziehungsweise jetzt nicht mehr. Wir fahren eh 60, sportliche 60, also braucht man nicht jammern.
da brauchen wir nicht jammern. Ja, eins vielleicht noch zu der Pomezania, beziehungsweise zu allen anderen Maps, die ich alternativ fahren möchte oder werde. Wir werden da immer wieder mal andere Modes ausprobieren. So stelle ich mir das vor, ich werde nicht jetzt stur heil immer mit dem Gliederzug fahren. Der Gliederzug ist schon geil, keine Frage. Aber ich möchte auch andere Modes natürlich fahren und nutze die Gelegenheit fernab der Story, verschiedene Modes einfach zu testen, vielleicht sogar mal, weiß ich nicht, zu erklären oder was auch immer. Einfach zum Ausprobieren und zum Spaß haben. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Alternative und Möglichkeit, dass wir das so machen. Jetzt sehe ich am Navi, dass da vorne eine ganz starke Kurve kommt. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Ein bisschen langsam machen da. Demnächst links abbiegen. Da ist nämlich 70 km/h, ein bisschen eine sportliche Angelegenheit. Aha, da haben wir es, das ist eine Kreuzung. Biege nach links ab. Jawohl, geht. So, weit ist es nicht mehr. 2 Kilometer, sage ich. 1 Kilometer, 2 Minuten. Passt perfekt. So. Dann sind wir mal gespannt, wo wir abladen müssen. Ja, da vorne ist auf alle Fälle der Ort. Demnächst rechts abbiegen. Wir werden uns gleich so blamieren, alter Schwede. Ich hab richtig Schiss davor. Biege nach rechts ab. Jetzt haben wir fast die Einfahrt übersehen. So. Eieiei, da ist richtig Betrieb. Aha, wir werden erwartet. So sehe ich das. Müssen wir denn hin? Da sind lauter Kegel und ich suche eigentlich Kegel, dass wir abladen können. Wir können da halt auf alle Fälle drehen, das wird so nix. Bin mir da halt echt nicht sicher, wo wir da jetzt abladen müssen. Also auf der Karte am Navi müssen wir auf alle Fälle retour.
neu berechnen. Das muss vor uns sein, aber ich habe keine Ahnung. Ich sehe es einfach nicht. Gut, ich glaube, ich habe es gesehen. Scheiße, da müssen wir rein. Freunde, das wird jetzt spannend. Das würde jetzt zu lange dauern. Ich werde mich da jetzt noch ein bisschen spielen, dass ich den Anhänger da reingedrückt bekomme. Das möchte ich euch jetzt nicht zumuten. Ich sage auf alle Fälle vielen Dank fürs mit dabei sein, fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin alles Gute. Tschüss, euer Hermi.